Ja, heute Nachmittag habe ich ganz kurz über Möglichkeiten gesprochen, wie man Seminare online gestalten kann. Und dabei kam unter anderem zur Sprache, dass ich Google Forms und Microsoft Forms benutzen würde, um Aufgaben zu generieren. Und da man in den verschiedenen, in der einen oder anderen Umgebung vielleicht auch auf Microsoft Teams als Konferenzsoftware zuläuft, dachte ich mir, stelle ich doch aus der Office 365 Suite Microsoft Forms vor, mit dem man das ist ein Tool, mit dem man sehr schön Aufgaben erstellen kann und Ergebnisse einsammeln kann, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Also Office 365 ist eine Umgebung, die es erlaubt, komplette Klassenräume und komplette Studierendenverwaltungen und Seminarräume mittel- und langfristig in einem Tool zusammenzufassen. Und deswegen gebe ich mal so einen ganz kurzen Überblick. Also das ist hier meine Microsoft Office 365-Oberfläche. Es ist dabei OneDrive, dann alle Office-Anwendungen, also Word, Excel, PowerPoint, OneNote, also als das zentrale, als die zentrale Notizbuch-App, ein SharePoint, Microsoft Teams, das ich schon angesprochen hatte. Hier ist es so, dass ich hier einen Klassenraum angelegt habe, mit dem man, in den man Kursmaterialien hochladen kann, Kursnotizbücher einrichten kann und so weiter und so was, mit einer wirklich großen Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. Und aus diesem Klassenraum heraus kann ich ohne Probleme sofort eine Videokonferenz starten. Und da reden wir dann auch nicht über Begrenzungen mit 25 oder 5 Teilnehmern, sondern es ist problemlos möglich, jetzt bis 50, 75, 60, 80, 100 Teilnehmer in einer Konferenz zu schalten. Aus diesem Tool heraus. Das nächste, Microsoft Sway, ein sehr, sehr, sehr schönes Tool, um bestimmte Anwendungen und Präsentationsformen auszuprobieren, die über PowerPoint hinausgehen. Also geht es von Fotokollagen, also Portfolioleistungen, die Erstellung von Newslettern, über Präsentationen von Do-it-yourself-Projekten als Beispielen oder Blogs. Ja, und das heißt, man legt hier so ein Tool an und wird dann mehr oder weniger in eine Designoberfläche hineingebracht, mit der man sehr, sehr einfach tolle Präsentationen bauen kann. Für Schulen wie gemacht. Warum soll man es auch nicht an Hochschulen benutzen? Dann zum Schluss, wenn man diese Präsentationsform bewerten will, natürlich ein komplettes Kursbuch, mit dem Bewertungen dokumentiert werden können und so weiter und so fort. Ich weiß, aus datenschutzrechtlichen Gründen im Moment ist es vor allen Dingen an Hochschulen höchst umstritten. Nichtsdestotrotz möchte ich es zeigen, denn man hätte hier tatsächlich eine Umgebung, mit der man mittel- und langfristig tatsächlich alles, was den Lehrkontext betrifft, digital in einer Umgebung zusammenfassen kann. Und da wir in den Geisteswissenschaften sowieso größtenteils auf Produkte aus dem Office-Bereich setzen, ist es aus meiner Sicht eine tolle Umgebung, mit der man arbeiten kann. Ja, weswegen ich aber eigentlich da bin, ist Microsoft Forms. Microsoft Forms sind Online-Formulare, mit denen man arbeiten kann. Hier vielleicht ganz kurz mal eine Auswahl an Möglichkeiten, die man erstellen kann. Aber mir würde es jetzt tatsächlich um die Erstellung eines Formulars gehen. Und ich hatte das einfach vorhin als Aufgabe 1 benannt. Dann hatte gesagt, bitte beschreiben Sie das Bild. Sie erinnern Sie sich vielleicht noch an die an die Folge hier der digitalen Lehre, in der ich das Whiteboard vorgestellt habe, also Mebis-Tafel, dann war das genauso ein Fall. Und jetzt kann ich hier eine unterschiedliche Form an möglichen Fragen ergänzen, aber ich kann vor allen Dingen hier erstmal ein Bild anhängen und ich hatte da gewählt war das aus in den Downloads? Und Desktop hier, das Bild hatte ich gewählt. Ja, und okay, probieren wir es nochmal. Mal schauen. Durchaus möglich, dass im Moment die Leitung nicht so ideal ist. Gut, dann ignorieren wir das mal. Und dann können Sie hier weitere Fragen
Oder dazu setzen, ja. Also, dass man hier zum Beispiel erstmal, wir löschen das mal weg, das dauert mir zu lang. Na, wir gehen mal ganz zurück. Und löschen diesen Versuch. Fangen nochmal mit einem neuen Formular an. Und gehen wir hier mit dem Titel rein. Also das wäre meinetwegen im Seminar Test 2. Dieses Formular nutze ich in den nächsten Wochen. Nächsten Wochen, um Ihnen eine Studien Umgebung zu bieten, die Ihnen die Kontrolle Ihrer Lernfortschritte erlaubt. So, fügen eine neue Frage hinzu, und zwar zum Beispiel einen Text. Und das wird sein: Bitte beschreiben Sie das Bild. Fügen das Foto nochmal hinzu, wir probieren es mal. Können ja auch ein Video einbetten. Wir testen es mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das wäre für den Vorführeffekt sehr, sehr traurig. Gestatten eine lange Antwort, und die soll natürlich erforderlich sein. Und dann, wenn wir das Ganze haben, brauchen wir natürlich auch Ihr Name. Das kann eine kurze Antwort sein. Und hier würde ich vorschlagen, dass man eine Lösung findet, um mit den Studierenden Alias-Adressen auszutauschen. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch ein schönes Design. Sagen wir mal, können wir auch eigene Bilder einblenden. Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht machen wollen. Wir machen es einfach mal schön blau. Dann gehen wir auf das Teilen. Das Interessante ist jetzt, idealerweise soll jeder mit dem Link antworten können, obwohl wir in Matrix, was ich gleich zeigen werde, in Matrix die Option hätten, auch nur mit der Organisation zu arbeiten, denn das wären dann Studierende von der TU Dresden, die auf diese Frage antworten können. So. Das Ganze ist jetzt so, dass Sie auch einen QR-Code einbetten können und eine E-Mail-Adresse. Wir machen das mal mit dem QR-Code, kopieren das Bild. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz hier im Kanal, wie das hier aussehen würde. Ja, das ist Ihre Aufgabe für die nächste Woche. Et voilà. Aber in der Regel werden Sie mit einem Link arbeiten. Und den kopieren wir jetzt mal hier direkt ins Feld. Es geht auch noch auf einem anderen Wege, nämlich indem Sie die aktuelle Aufgabe für die Woche, das hoffentlich funktioniert das jetzt, in einem Custom Widget unterbringen. Zeige ich Ihnen auch gleich. Wir fangen vielleicht mal mit der ersten Variante an. Ja? Also sagen wir so, füllt das Formular aus. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist meine Aufgabe. Man kann sich vorlesen lassen. Es ist eine wunderschöne Aufnahme einer Blume. Ich kann sogar einen kleinen Käfer entdecken. Erinnert mich an den Frühling und Sommer, den ich mit großer Wahrscheinlichkeit drinnen verbringen werden muss. Stay at home, Coronavirus. So, okay. Jetzt das Entscheidende: Sie müssen natürlich eine Möglichkeit finden, dass Sie anonym das anonyme Posting ermöglichen können, wenn Sie das möchten.
Sie können hier aber auch mit Klarnamen arbeiten. Wie gesagt, wir geben hier keine personenbezogenen Daten aus. Die Bewertungen selbst in den Formularen nehmen Sie nicht dort vor. Und wir nutzen auch nicht die Kursbücher von Microsoft Office, sodass es an und für sich egal ist. Ja, also mein Name ist jetzt Alexander Lasch und ich sende das Ganze jetzt ab. Vielen Dank, das war meine Antwort. Und bei mir auf der Gegenseite sieht das Ganze dann so aus. Ich bekomme dann eine Antwort. Moment, muss das kurz laden. In der Hoffnung, genau, eine Antwort. Jetzt ist dies natürlich nicht so ideal, ja. Das heißt, jetzt müsste man sich das hier kopieren, ist natürlich Quatsch. Wir nehmen das Ganze in Excel und zwar in einer dafür vorgefertigten Tabelle. Moment, das muss ich jetzt kurz zurechtziehen, Bearbeitung aktivieren. Und dann ist es so, dass Sie hier die ID haben. Die Startzeit, das heißt, Sie können auch überprüfen, wann Aufgaben eingegangen sind. Das lässt sich auch nicht manipulieren. Wann die Aufgabe fertiggestellt worden ist. Sie sehen also auch die Bearbeitungszeit, es sei denn, es schreibt jemand mit Texteditor vor. Und dann bekommen Sie dazu die passende Antwort. Soll heißen, das ist ein großartiges Tool, mit dem Sie digital Antworten auf Ihre Aufgaben einsammeln können und dann jederzeit auch das Formular erweitern können. Sie können jetzt natürlich auch dahin gehen und sagen, ich lösche diese Aufgabe oder ich erweitere das Formular. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das wird dann in demselben Excel-File gespeichert und funktioniert meiner Erfahrung nach vollkommen reibungslos. Und wie Sie sehen, können Sie es auf unterschiedliche Art und Weise in die Matrix-Räume einbetten und dann in der Lehre tatsächlich benutzen. Das wäre eine Möglichkeit, mit der man eine bestimmte Aufgabenstellung platziert. Und dann die Studierenden ins Selbststudium gehen lässt, die Aufgabe bearbeiten lässt, während man dann hier, zeige ich auch gleich, zum Beispiel mit einem in dem Wochenslot, in dem das Seminar stattfindet, dann tatsächlich hier eine Videokonferenz einbaut und startet und diese dann durch die Studierenden benutzen lässt, ja, um sie auszutauschen, aber auch der Chat funktioniert reibungslos und man kann hier natürlich auch Fragen zu den Aufgabenstellungen präsentieren. Also Sie sehen, wenn Sie ein bisschen flexibel sind in der Art und Weise, wie Sie die Räume gestalten können, dann ist es so, dass Sie sehr einfach mit diesen Tools arbeiten können und Microsoft Forms ist eines dieser Tools, das ich hier unbedingt empfehlen würde, um Aufgaben anzulegen. Es gab aber jetzt noch eine andere Form, das zeige ich Ihnen auch. Das sind die Quizzes. Ja, also Sie können einen Quiz anlegen und das ist auch für die Selbstkontrolle gar nicht mal so schlecht. Das heißt, Quiz Blumen. Sie beantworten hier im Folgenden eine Frage zu einem Moment. Quiz konkreter, wir wollen ja mal ein bisschen, wir wollen es ja geheimnisvoll machen, zu einem Konkretum entscheiden Sie sich. So, jetzt fügen wir eine Frage hinzu und zwar eine Auswahl. Wir nehmen ein Bild dazu, das kennen wir bereits. Ja, wir laden das hoch und ja. Was sehen Sie? Bär, Baum oder Blume? Und das ist freilich die richtige Antwort. Und die Aufgabe soll 3 Punkte bringen. Ja, es sind keine Antworten, mehrere Antworten sind nicht richtig. Obwohl, wir können eigentlich noch sagen, okay, es ist ein Käfer. Ja, für die Leute, die wir ärgern wollen. Ja, mehrere Antworten sind richtig. Das ist auch eine richtige Antwort. Sie ist erforderlich. Und dann gehen wir noch an das Name ohne Punkte. Halt, Moment. Ja.
Schauen wir hier nochmal, dass wir jetzt richtig lagen. Okay, neue Frage dazufügen. Und zwar hätten wir gern ein, brauchen wir nicht ein, einen Abschnitt, nein, aber. Moment. Fügen wir einen Namen dazu. Ja, Name. Entschuldigung. Und ergänzen noch, bitte füge mir doch noch einen Datei-Upload dazu, ja. Wo sie dann zum Beispiel eigene Bilder hochladen können. Das streiche ich jetzt aber mal, dass es für die, für das Vorführen jetzt einfach zu komplex ist, ja. Also das heißt, das löschen wir hier und Sie sehen, man kann ja auch mit eigenen Dateigrößen und so weiter arbeiten. Okay, wunderbar. Jetzt teilen wir das Ganze. Jeder, der den Link hat, soll das Ganze sehen. Wir kopieren den Link und fügen ihn nochmal hier, wie zu sehen, wie vorhin zu sehen, in einem Widget ein. Da das Ganze so schön funktionierte, nehmen wir das nochmal. Also auch hier würde wieder der QR-Code und der Link ganz normal funktionieren. So, jetzt füllen wir das Formular aus. So, jetzt wurde mir die Frage gestellt, was sehen Sie? Auf die Frage gibt es drei Punkte. Ich sehe freilich eine Blume und mein Name ist Alexander Lasch. So, sende das Ganze ab. Möchte jetzt aber noch eine weitere Antwort einsenden. Und jetzt sehe ich natürlich Blume und Käfer. Und mein Name ist Alexander Lasch. So, sende das Ganze ab. Und gehe jetzt mal auf Microsoft Forms zurück. Schließe das Ganze. Zwei Antworten sind da. Sie sehen hier eine schöne Ergebnisgrafik. Ja, also wie viele Leute sehen den Käfer? Und wie viele sehen ihn nicht? Interessant ist aber hier auch wieder der Zugriff auf die Excel-Tabelle. Moment, das muss ich jetzt mal ein bisschen kleiner machen. Ja, und um halt, ich denke, ich lasse es jetzt mal so. Ja, so kann man das auch gut sehen. Das heißt, dass hier in dem E-Mail-Formular die anderen Fragen mit inbegriffen sind. Und tatsächlich, leider ist es so, dass ich mit meiner ersten Antwort daneben lag, mit 0 Punkten, denn ich hätte auch den Käfer sehen müssen und habe nur die Blume gesehen. Auch hier sehen Sie das Abgabedatum, das Anfangsdatum und das Abgabedatum. Also es ist ein sehr, sehr schönes Tool, um damit zu arbeiten. Gut, ich hoffe, dass das jetzt erstmal eine Möglichkeit war, um Ihnen zu illustrieren, mit was man bei Microsoft in der Office-Umgebung arbeiten kann. Das Ganze gibt es natürlich auch in Education-Paketen und man müsste überlegen, wie man das Ganze in die Hochschullehre integriert. Es gibt einzelne Schulen, die das tatsächlich schon flächendeckend eingeführt haben und damit tolle Erfahrungen gemacht haben. Hier gibt es auch Tutorials und Ratschläge auf Twitter und YouTube. Das muss ich jetzt Ihnen gar nicht sagen. Ich denke, der Funktionsumfang spricht für sich. Welche Funktion man dafür jetzt tatsächlich für sich einsetzt, das sei mal ganz dahingestellt. Aber ich denke schon alleine mit der Formulierung von Aufgaben, dem leichten Einsammeln von Aufgabenbearbeitung, sollte das eigentlich für die Lehre nicht sehr viel Mühe kosten, sich dafür zu überwinden, mit diesem Tool zu arbeiten. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend und das war es für mich auch für heute. Ob ich mich morgen mit einem neuen Video melde, weiß ich jetzt noch nicht. Es kommt ganz darauf an, welche Fragen jetzt in den nächsten Stunden noch aktuell werden. Es könnte sein, dass ich mich deswegen dann in dem nächsten Video zum Beispiel um die Vorlesungen kümmern kann oder Ihnen auch mal die spezifische Struktur von Matrix genauer vorstelle. Es gibt nämlich einen sehr, sehr schönen Best-Practice-Fall des Schreibzentrums an der TU, die mit Räumen, Communities und so weiter eine sehr schöne Struktur aufgebaut haben, die ich gern mal Ihnen vorstellen möchte, und zwar möglicherweise im direkten Gespräch mit einer der Mitarbeiterinnen des Schreibzentrums. In diesem Sinne,
einen schönen Abend und auf bald.